Ja, er zieht sich jetzt erstmal Gehörschutz an, denn die Hilti hier ist eine TE3000 AVR. Ja, Patrick, grüß dich. Hallo, hallo Sven. Ja, ich zeig dich mal gerade, es ist kalt, es ist Mittwoch, es ist der 20. Januar 2021. Wir sind hier, weil es so schön ist. Und du hast mir gesagt, naja, als wir eben gesagt haben, wir holen mal so einen Burkan raus aus einem anderen Video. Ich zeig dir mal ein paar Hiltis. Das ist schon die größte mit Strom? Ja, das ist die größte. 3000 gibt es zurzeit nicht. Die läuft mit einer normalen Steckdose. Das heißt, also die braucht keinen Drehstrom. Genau. So, und ist da jetzt irgendwas zu beachten? Die Füße drunter, Mario. Die Füße drunter. Aber das sind wirklich Originale, die Arbeit, ne? Naja, das sind okay, schon bitte. Besondere Leute. Stark, oder? Ja, ja, die hat schon Power. Ungeheuer hohe Abgangsleistung. Ja, das ist der 3000er. Gibt es halt noch der kleine Bruder. TE2000. So, der kommt jetzt mal. Das Starke dabei ist, Arbeitsschutz, das war früher nicht immer so mit Federungen und so. Und die Leute, die abends nach Hause gekommen haben, die hatten einen halben Hirnschaden. Genau, das ist, die haben jetzt so Soft Grip, das heißt, der Griff, der geht mit. Ja? Okay. Man sieht das hier, dass der Hammer federt. Ja? Merkst schon Unterschied, oder? Ja, ja. Aber trotzdem immer noch eine super Leistung. Der ist halt nicht so schwer, wenn die Platte mal nicht so dick ist, und dann ist er perfekt geeignet dafür. Das merkst du aber schon, es ist der am Ende, oder? Ja, ja. Aber geht immer noch vorwärts. Okay. Ja, super. Ich bin vollkommen begeistert. Das ist jetzt nur mal so zum Zeigen. Also es geht ja darum, die Leute mal bei der Arbeit zu zeigen. Euer normales Einsatzfeld ist Abbruch, so kann man sagen. Ja, alles, was kaputt gemacht werden muss, da sind wir dann dafür da. Das ist ein Riesenfeld. Das heißt, also man denkt ja so manchmal, dass die Gebäude, die 20, 30, 40 Jahre alt sind, die sind doch noch gut. Aber es ist oftmals billiger, die abzureißen. Ja, es ist billiger, die abzureißen. Das ist oft so. Und dann kommen wir halt ins Spiel. So, ne? Ihr könnt bohren, ihr könnt abschneiden, ihr könnt Kernbogen machen. Das ist aber ein ganz beliebtes Teil. Aber wenn du das den ganzen Tag gemacht hast, da weißt du, was du gemacht hast, oder? Ja, das ist schon so, aber die Leute sind dafür geeignet. Würde ich's mal nennen. Sind dafür geboren. Ist das hier so ein Job, wo du sagst, ich will da nichts anderes machen als das? Ja, es ist sehr, sehr vielseitig. Gerade weil wir so großes Spektrum in der Firma haben. Okay, das heißt, ihr habt für alles habt ihr jemanden, der genau weiß, wie es geht? Genau, genau. Ist ja. Auch so, ihr seid nicht immer draußen, ihr seid ganz oft auch drin? Jo, okay. Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit macht es halt mehr Spaß, drin zu arbeiten. Ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, ihr seid so harte Jungs, so minus 10, minus 20 Grad macht euch gar nichts. Nee, das macht uns auch nichts, aber es ist halt angenehmer drin. Ne? Okay. Wenn die Baustelle draußen ist, dann sind wir... Ach, gern bereit, das Ganze draußen im Kalte zu machen. Also was mir bei euch auffällt, die Arbeit ist wirklich abwechslungsreich, oder? Ja, sehr abwechslungsreich. Das okay. Ist halt, wir haben immer mit der großen Maschine, das wo halt da wirklich anstrengender ist. Dann haben wir auch mal leichtere Arbeiten.
sehr, sehr vielseitig. Ja, das Schöne ist auch so, ihr habt meistens keinen Architekten, der sagt, wie ihr es genau machen müsst beim Abriss, sondern ihr seid wahrscheinlich selbst dafür verantwortlich, es ordentlich zu machen, ne? Ja, ja, genau. Ja. Das muss entscheiden, wie wir da die Vorgehensweise ist. Also früher als Kind habe ich immer Lagerfeuer gemacht und dann die Spielzeugautos reingelegt, um die dann zu zerstören. Ist das Thema Zerstören, ist das männlich? Ich glaube schon, ja. Das macht Spaß? Ja, klar macht das Spaß. Und mit großem Gerät ist natürlich doppelt schön, oder? Mit großem Gerät macht natürlich mehr Spaß, aber auch die kleinen Geräte. So, ich zeig mal gerade was da vorne. Das ist jetzt ein Riesengerät und da vorne ist die Firma. Ihr habt oft Besuch von Spezialleuten, denn ihr setzt das Neueste vom Neuesten ein und seid euch nicht zu schade, auch mal was Neues auszuprobieren, oder? Genau. Also wir sind immer interessiert an neuen Erfindungen oder neuen Innovationen im Maschinenbereich. Das sind jetzt ist ein Partner von uns in der Diamanttechnik, die Firma Hydrotech. Genau, und die haben nämlich diese Maschine, da haben wir eben zum Video drüber gezeigt, die habt ihr schon gekauft, die wird demnächst geliefert. Die wird demnächst ausgeliefert, ja. Genau, und die steht mal, die sind extra hergekommen, haben sie schon mal gezeigt, die ist brandneu, oder? Die ist brandneu. So, und das ist was ganz Besonderes, das ist Hochfrequenz-Bohrtechnik vom Feinsten. Ich werde das Video mal verlinken, auch das haben wir hier, damit kann man Kernbohrungen machen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum drehst du solche Videos mit mir? Klar, ist schön zu sehen, aber es soll ja auch ein bisschen Werbung bringen. Das heißt, jemand, der sieht, egal ob ich jetzt Hauseigentümer bin, will was abreißen, das macht ihr gerne, oder? Der kann sich sehr gerne bei uns melden, Gebrüder Theobald GmbH in Saarbrücken. Ja? Mhm. Mein Name ist Patrick Theobald. Und er kann sich sehr gerne bei uns melden. Ob privat oder Gewerbe, kein Problem. Wenn jetzt einer unglaublich betonverliebt war, so in den 70ern, 80ern Jahren und hat so einen ganzen Keller mit Beton ausgegossen und du sagst, in Gottes Namen, wie kriege ich sowas raus? Euch rufen. Ja, ja, uns rufen und wir kriegen das hin. Ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Die Maschinen dafür. Wir haben alle. Und zur Not ganz große. Zur Not ganz große. So, ich zeig's mal gerade, hier vorne steht ihr. Das ist 66127 Saarbrücken, Fennerstraße 60C. Ihr seid umgezogen. Bitte nicht mehr nach Riegelsberg fahren. Nicht mehr nach Riegelsberg. Genau. Riegelsberg waren wir vorher und vor circa zwei Jahren sind wir umgezogen nach Saarbrücken. Weil, wir müssen uns vergrößern. Ich habe es nämlich eingegeben in Navi, obwohl du vorher gesagt hast, fahr bitte hierhin. Ja, ja. Ortsteil hier ist Klarental. Klarental. Klarental, ganz wichtig. Sehr schön. In Saarbrücken zwei Fennerstraßen. Ich weiß, habe ich schon gemerkt. Die ist nämlich unten an der Autobahn, gibt es noch eine. Genau, da gibt es noch eine. Sehr schön. Ja, also Fennerstraße 60C 66127 Saarbrücken. Das kriegt aber nur Saarbrücken hin, in Klarental zwei Fennerstraßen zu machen. Ne? Ja, das ist so. Danke, tschüss.